Kein Bock mehr, die Bäume zu fällen. Irgendwie ist das nice hier hinter, ne? Ich suche mal einen da hinten. Hier so ein Dürren. Komm. So. So. Beruhig dich mal. Genau so. Was ist ein Dürüm? Kann man das immer besser erklären als ich? Türkisch, eine türkische Speise. Sehr köstlich. So. Türkisch Sache, genau. So ist. So. Kann ich empfehlen, mal zu probieren. Ah, nee, Falafel war der mit den, ne, mit diesen Kichererbsen-Dingern oder was das da ist, ne? Das war Falafel, genau. Wir sind der Falafel-King, da kennen wir uns aus. Dürüm war... Ist, glaube ich, so Fleisch, auch in Teig, so eingerollt. Döner-Wrap, ja, genau, Döner-Wrap, genau. Einfach kann man es nicht sagen. Geiler Scheiß. Selber Falafel, ey. Der Release der Version 1.0 ist für Sommer 2021 geplant? 2021? Diesen Sommer. 2021, Version 1.0 hiervon. Okay. Ob das hinhaut? Ich bin verunsichert. So, hölzern Hammer, let's go. So. Ach, Alter, jetzt muss ich wieder den Hammer auf die 2 legen, ne? Warte. 2, zack, 2. So. 1-0 ist ja nicht final. Doch, 1-0 ist immer final. Also ist immer die final version. So. Heißt nicht, dass die immer so bleibt, aber so. Kaum geht's um Türken, kein Grand, kein Deutsch mehr. Was war eine gerollte Teigtasche denn falsch? Entschuldigung. Ich weiß nicht, was du da nicht verstanden hast, aber vielleicht sollte man dein Vokabular auffrischen. Vokabular. Oh, danke für den Raid, Pan. Danke für den Raid. Bist du schon durch? Muschibusch. 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 Herzlich willkommen. Wie war RP heute? War RP nice? Hat sich gelohnt heute? Alle RP-Partner sind pennen. Hä, da hättest du mal Southside gehen können. Bisschen die Buden ausräumen. Da hätte ich niemand vermutet. Sehr heiß, oder will ich es nicht wissen? Sehr nice, sehr heiß, mega, Muschelbusch. Will ich das wissen? Will ich das wissen? Gab viele Geknutsche, alles klar, will ich nicht wissen. Das will ich nicht wissen. soll ich was bestellen oder willst du... Ja, komm, lass bestellen. Lass bestellen, komm, lass bestellen. Ja, wir bestellen. Es gab Backumgehungen mehr nicht. So, so. Erzähl mir alles über deine Backumgehungen. So, Jäger auch oben hin, ne? Alle Handwerker nach oben. Moin. Alle Handwerker nach oben. So. Okay, let's go. So, Backumgehung ist auch ein paar Hotfixes für. So, will ich das wissen? Du bekommst einen leichten Akzent in der Aussprache. Krieg ich aber immer. Krieg ich auch bei Russisch. Ist ganz normal. Ich bin ein Mann, der von Klischees lebt. So. Der Türke an sich, ja? Das ist immer schon mal ein guter Satz. Der muss ja auch immer sagen, Alman. Das ist ganz wichtig. Was ich auch ein bisschen feier, muss ich zugeben. Ich mag meine Alman-Klischees. Ja, die will ich auch gerne haben. Ich liebe Excel-Tabellen. Ich finde Sachen aus Kartoffeln voll geil. Ich mag meine Alman-Eigenschaften. Die finde ich ganz gut. Alman. Alman ist auch schön. So, warte.
Okay, warte. Ich dachte als Kind immer, dass man ein Klischee essen kann. Deswegen bist du so schlank geblieben, Julian. Das ist dein Geheimnis. So, warte, was wollte ich gerade machen? Kartoffeln sind mega, finde ich auch. Pommes zum Beispiel. Oder Kartoffelpuffer, Alter. Du kannst aus Kartoffeln kannst du so geile Sachen machen. Das Schlimmste ist aber, weißt du, die ganzen Allmann-Klischees, ich weiß gar nicht, warum wir drüber reden, hin und her, ne, alles gut, kann ich mitleben. Das Schlimmste sind aber, so die Klischees, die Amis über uns haben. So mit immer Sauerkraut essen, immer mit so einem Tirolerhut rumlaufen, weißt du. Das weiß ich nicht. Das finde ich viel schlimmer. Lederhosen, ja, sowas halt. Wobei einige Leute tragen gerne Lederhosen, ne? Aber das sind halt wenige. Immer Bier trinken, weiß ich nicht. Ist das real in Deutschland? Deutsche trinken ja immer nur Bier. Also ich trinke eigentlich nichts. Pünktlichkeit. Die Deutschen sind immer pünktlich. Deutsche Qualität. Du hast, vor allen Dingen, die Deutsche Bahn arbeitet wie ein Uhrwerk. Bin zwar Türke, aber übertrieben eingedeutscht. Und meinen türkischen Kollegen bin ich ein Mega-Allmann. Ich finde das was Geiles eigentlich. Ich fühle mich da auch nie beleidigt. Ich finde das voll gut. Nur, dass deren Uhr falsch geht. Ansonsten, was gibt's denn noch für deutsche Klischees eigentlich? Socken mit Sandalen. Ich muss zugeben, ja, pass auf. Draußen never, aber ich hab halt so meine Sandalen, habe ich auch hier, meine Schlappen. Und ich habe zu Hause Socken an und wenn ich mal kurz zum Briefkasten gehe oder so, da ist schon die gefährliche Kombo. Aber also, ich würde damit nie draußen rumlaufen, um Gottes Willen. Das ist keine gute Kombo. Umhängebeutel. Aber Umhängebeutel. In Braunschweig kannte ich einige, auch Türken, die hatten auch mal diese Man-Bags, oder wie die heißen. Keine Ahnung. Ach, die Bauchtaschen. Oh Gott, Bauchtaschen. Ach, du meinst die unter der Wampe? Oh Gott, nein. Nein. Das ist wie Brustbeutel. Das macht man nicht. Fehlender Humor sehe ich auch nicht, ehrlich gesagt. Eisbein, Haxe finde ich geil. Sauerkraut, ach, Lederhosen, Pünktlichkeit, ach. Hochwertige Handwerkskunst. Kann ich nicht mitreden. Früher waren es die Bauchtaschen. Aber so ein Bodybag ist, glaube ich, ein leichten Sack, ne? Wie heißen die Dinger, die man sich so hier so rummacht? Die sind eigentlich nice. Die finde ich super praktisch. Weil als Typ, ne, also eine Frau hat immer Handtasche dabei, aber als Typ, du hast halt dein fettes Portemonnaie, weil du zeigen musst, dass du 30.000 Kreditkarten hast. Das sind aber alles nur Bons von irgendwelchen Einkaufsdingern und so. Aber dickes Portemonnaie sieht gut aus. Dann hast du noch deinen Schlüsselbund, wo möglichst viele Schlüssel sind und dann noch Mercedes-Zeichen und noch irgendwas und dann da noch irgendwas und da noch irgendein Ding dran. Das hast du dabei und dann natürlich noch ein übertrieben großes Handy. Das sieht inzwischen aus wie so eine Tafel von 10 Geboten, die muss auch irgendwo rein. Und dann ist die Hose aber auch schon voll. Und natürlich auch das prächtige Gemächt, ne, klar. Das braucht am meisten Platz, logisch. So, weil jeder hat mindestens 30 Zentimeter. Wie spät ist? Können wir ruhig mal sagen, ne? Ist, klar, da ist die Hose auch schon voll. So. Und dann hast du vielleicht noch... Ja, die einen oder anderen haben noch Kippen dabei oder sonst irgendwas, aber wo willst du das noch hinpacken? Wo willst du das noch hinpacken? Deswegen war es Minimum 40. Ja, ich musste verkleinern lassen, bin immer ohnmächtig geworden. Okay, gut, jedenfalls, ich habe auch so eine Tasche, die ich mir so umhänge manchmal. Da ist der ganze Scheiß drin, kann ich in die Karre schmeißen, easy. Und muss nicht in der Karre sitzen und der eine Schlüssel bohrt sich irgendwie immer ins Bein oder dann kneift die Shorts ständig, weil alles so überladen ist, weißt du? Das ist deswegen hier. Warum sind alle Ausländer oder Südländer Türken? Weil ich bin Deutscher und kann das nicht unterscheiden. Es gibt eine Menge, die können zum Beispiel Asiaten auch nicht unterscheiden. Die meinen es nicht mal böse, die können das einfach nicht.
Je kleiner das Gemächt, desto größer kann das Handy sein. Ich telefoniere nur mit dem iPad Pro. So, warte. Okay, was wollen wir gerade machen? Was wollen wir gerade machen? Nur noch 3 Tierfutter. Ja, aber die Tiere sind ja satt. Die lieben Tiere. Ich trage noch eine Telefonzelle auf dem Rücken. So, Entschuldigung. Du bist doch Russe. Ja. Auf mich treffen, glaube ich, auch ein paar russische Klischees zu. Die Pan hat welche aufgezählt. Da treffen auch ein paar zu. So, warte. Ganz kurz. Was wollte ich noch bauen? Taverne nicht. Hier von nix. Den Jäger, ne? Nicht genug Technologie. Ja, leckt mich am Arsch. Kleine... Russen sind gute Programmierer oder Hacker. Ja gut, aber ist das ein Klischee? Weiß ich gar nicht. Welche deiner Eigenschaften geht Pan am meisten auf den Sack? Ich lasse meine Socken immer liegen. Aber wir haben noch so ein Abkommen. Die Pan lässt... Hier, schreibt sie gerade. Boah, ja. Die Pan lässt ständig ihre nassen Handtücher überliegen. Wir haben ein Abkommen. Keiner redet mehr drüber. Du Unhold. Ah ja, und ich habe ein zu großes Gemächt. Das ist leider, ja... Das ist leider auch schlimmer. Da kann ich nichts machen. Das räume ich auch immer hinter mir weg. Ja, stimmt. So. Keine Diskussion mehr. So, 6 Rundholz brauche ich, oder? So. Du meinst, du ziehst es hinter dir her. Ich habe so einen Bollerwagen. Okay, gut. Dann, Rundholz... Oh Mann, wir haben keine Rundholz mehr, ne? Das ist alles. Das mit den Socken mache ich aber wirklich. Ich lasse meine Socken wirklich überliegen. Es ist ein bisschen furchtbar. So. Trinken. Oh ja, unbedingt. Mach ich gleich. Noch bin ich nicht tot. Fug. Diese Menüs machen mich irgendwann kirre. Hier, ne? Jäger. Ja, leider eine kleine Jagdhütte. Wir machen schon wieder eine große draus, hoffe ich. Zu uneben. Ach, leck mich doch. So, ne? Oder? Ist das doof oder sieht das ganz nice aus irgendwie? Habe ich so gedacht. Versucht Pan dich immer noch zu erziehen? Nein, ne? Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob das möglich ist. Ich weiß nicht, ob man mich noch erziehen kann. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. So. 100% erzieht Pani noch. Sweet Tante. Du kennst mich schlecht, du kennst die Pan schlecht, glaube ich, was das angeht. Es gibt... Ich glaube, es gibt wenig, worum ich... Also vielleicht im Socken wegräumen, ja. Aber das ist okay. Das merkst du nicht. Ach Leute. Ach Leute. Ist schon okay. Ist schon okay. Wenn ihr das glauben wollt, das ist okay. Ich kann damit leben. So. Ihr müsst aber dazu wissen, genau, die Pan hat schon was dazu geschrieben und ihr müsst vielleicht dazu wissen, dass ich ein sehr sturer, dickköpfiger Hund bin. Das sollte man vielleicht nochmal anmerken. Rundhölzer. I see you're a man of culture. Du vergisst es nun mal wieder,
Meinst du, ich werde immer geblitzdingst? Also ich weiß, wie die Pan tickt. Ne, wir sind halt schon, wir sind sehr lange zusammen. Ich weiß, wie die Pan tickt, die Pan weiß, wie ich ticke. Da gibt's nicht mehr so viele Geheimnisse. Proto Music, dankeschön. Oh, dankeschön. Proto Music, du rettest mir das Leben. Ich danke dir. Boah, das ist so lieb einfach. Puh. Endlich komme ich aus diesem Joch mal raus. So. Wir brauchen neue Rundhölzer. Jeder hat seine schlechten Seiten, klar. Ich habe auch schlechte Seiten, klar. Oh ja, ich muss dringend trinken. Zum Beispiel, das wisst ihr aber auch, ich rege mich manchmal über Kleinigkeiten auf. Über unnötige Kleinigkeiten, die einfach nicht sein müssten. Und das können aber auch Sachen sein, wie zum Beispiel, sagen wir mal, die Webseite von der Telekom, ja, die absolut völlig kundenunfreundlich ist. Nur mal als Beispiel, ja, ist jetzt nicht real, aber nur mal so als Beispiel. Und du musst dich irgendwie, oder der PlayStation Store, wo du einfach zum vierten Mal deinen scheiß Ausweis eintragen musst, obwohl du schon immer gemacht hast. Sowas regt mich auf. Da kriege ich so einen Hals. Aber bei wichtigen Sachen, ja, bei großen Problemen, Da werde ich immer ruhig und dann fängt das hier an zu arbeiten und erstmal, okay, erstmal chillen, überlegen, wie weitermachen, das, okay, was machen wir jetzt am besten daraus? So, da funktioniere ich so. Aber bei Kleinigkeiten manchmal, ja. Oder plötzlich verschwindet Schokolade. Nee, da rege ich mich aus Spaß auf, finde ich aber eigentlich süß. Ich hoffe, Pan hört nicht zu. Nee, ich reg mich da immer auf, das hasse ich wie die Pest. So. Erstmal Ruhe bewahren, Gelassenheit ausstrahlen. Nicht am Problem festmachen, sondern einfach nach Lösungen suchen. Ich bin da eher der lösungsorientierte Typ. Bei kleinen Sachen, aber bei kleinen, unnützen Sachen, ja. Weil ich es auch besser finde, dass man da mal kurz seinen Dampf ablässt. Statt bei anderen Sachen. Und gerade da muss man sich in sich reinfressen. Weißt du, was ich meine? Oh nein! Was? Du fühlst dich inspiriert. Du möchtest deine Arbeiter ermutigen, härter zu arbeiten. Ja! Du kannst eine Rede halten, die sie in die richtige Stimmung versetzen sollte, auch wenn eine schlechte Rede sie entmutigen könnte. ...15% effizienter? Das kann ich noch nicht, ne? Weil ist rot und ausgegraut. Ich mach erstmal hier. Alle Dorfbewohner arbeiten 15% effizient, aber nur diese Saison. Aber immerhin. Du kleines Monster. So. Sag mal. Ist das eine Mütze oder hat sie graue Haare? Ist eine Mütze. Okay, ich dachte schon. Frühzeitig gealtert. Okay. Okay. Wir wollten gerade... Das Kind war gruselig. Das Kind ist gruselig. Ist es angenehm, auf der Straße als Gronkh oder Erik angesprochen zu werden? Ist mir ehrlich gesagt Wurst. Ich glaube, in dem Fall wäre Gronkh praktikabler, weil ich bei Erik erstmal überlegen müsste, hä, kenne ich ihn privat? So. Ich glaube, Gronkh wäre praktischer in dem Fall. Die geht wieder zu ihrem Lover. Ja, wir haben jetzt offene Beziehung. Hier, guck mal, geht das hier vom Platz her? Also, ne, da oben die Dinger und dann hier vielleicht ein bisschen rumsitzen mit Feuer und sowas und dann ist hier so ein bisschen das Arbeitsviertel. Geht das oder sieht das doof aus? Vielleicht ein bisschen zu groß, ne? Ich bin unsicher. Hier muss halt noch was runter, aber mal gucken. Gregor geht auch. Ich bin ganz ehrlich, auf Gregor reagiere ich halt gar nicht. Ich fühle mich da einfach gar nicht angesprochen. Das wäre merkwürdig. Also außer du sagst, ey, bist du nicht Gregor? Dann würde ich, glaube ich, schon wissen, warum, woher das kommt. Das wäre, glaube ich, vielleicht auch okay. Zierig. Oh, ich hasse alles. Oh, Steine hier. Ein Stein.
Nein, oh, da fehlen dann. Okay, erst klar. Hier Steine noch so. So, Weltraumpräsident McHammer. Nee, da fehlt noch was, ne? Weltraumpräsident irgendwas McHammer geil. Der Mann von Pandoria. Ja, das wäre das Schönste. Brauche ich Äste? 10 Stöcker, alles klar. 1. Zum Reliquienpaar. Superstar McHammer geil. Genau das war's. Hi, my name is. Vielen Dank. Dicke, dicke Sam Shady. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, perfekt. Sind wir ja auch langweilig. Wenn Leute perfekt sind. Leute, die perfekt wirken, machen mir eher Angst. Weil, um es mit Lilly zu sagen. Wo ist das Häufchen? Wo ist das Häufchen? Das ist immer die Frage. So, wie viel haben wir jetzt? 14, achso, easy. Okay, Steinaxt. Und Proton, nochmal vielen Dank. Bitte keine Grüße anfragen, nicht böse sein. Hallo Lukas, hallo First Lady, hallo, hallo. Aber bitte keine Grüße per Donations anfragen, weil ist immer kacke, weil das werden uns immer mehr. Ja, ja, ja. So, let's go. Das Häufchen ist in Tobis Mund. Leider wahr. Leider wahr. Alter, was für nice Bäume. Das waren. So. Okay, doch nicht so nice. Naja. So. Was macht denn er? Wenn ein Baum umfällt und niemand ist da, gibt es dann ein Geräusch? Ja, es hört nur jemand. Das ist genau so. Das ist genau so, als würdest du zu Hause für 2 Personen zum Valentinstag decken und kochen, aber du bist alleine. Das Essen ist da, aber unnütz. So. Okay, gut, hier. Kleinste Vinyl der Welt. So, ich mach mir fertig, ne? Dann kann ich alles alleine essen. Man muss ja auch das Positive sehen, hast du recht. Oh, war das falsch? Hier. Dann bleibt halt mehr für dich. Oh, ich hab Stroh vergessen, naja. Hab ich schon kein Rundholz mehr? Arsch, mir fehlt immer noch ein Rundholz. Weil die Partnerin RP streamt. Ja, genau. Ja, ja. Hab ich ganz vergessen. Ja, 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 genau deswegen. So. Okay. Wir brauchen. Gibt's noch ein Rundholz? Oh, 3 sogar. Nice. My life is complete now. So. Ich mag das mit dem Baum hier. Meine Jahreszeit geht 3 Tage, weil ich noch Default habe hier. Ich konnte es noch nicht einstellen, als ich gestartet habe mit dem Spielstand hier. So. So, das haben wir auch gleich. Und ready. Ach gut, ich dachte schon. So, ready. Jagdhütte 1, alles klar. Das haben wir. Fehlt noch irgendwas? Nee, ne? Fehlt noch irgendwas? Haben wir alles gemacht? Kann ich die Leute jetzt hier zum Arbeiten schicken? Und dann ich mache mal hier einen Stuhl hin und gucke einfach, wie die arbeiten. Nice. Näherei? Das hier ist die Näherei. So, Proton, vielen Dank nochmal. Das hier ist die Näherei. Hier. Wir haben jetzt eine Dreier-Näherei. Aber ich muss trotzdem noch gucken. Das wird jetzt doof. Das wird richtig blöd jetzt. Also, eine Schmiede. Wir haben zweimal Schmiede 2.
Eine Schmiede stellt her nur Steinäxte. Keine Arbeiter, ich weiß, alles gut. Und die andere Schmiede stellt her... Was waren das alles? Eisenhammer. Eiserne Axt. Brauchen wir nicht. Steinäxte haben wir. Was waren das alles? Scheiße. Schaufel brauchen wir nicht. Schurschere bräuchten wir eigentlich. So. Hölzerne Schale hatten wir auch, ne? Eisenhacke nicht? Nee. Oh Gott. Oh Gott. Ich muss gleich nochmal gucken. Ich schau nochmal. Keine Eisenpfeile! Keine Eisenpfeile. So, lass gucken. Wir haben... Das ist die Steinaxt. Oh, nochmal Steinäxte. Oh, cool. Steinmesser, Eisenhammer, Eisenspitzhacke. Steinmesser, Eisenhammer, Eisenspitzhacke. Steinmesser... Eisenspitzhacke. Eisenhammer haben wir. Eisenschurschere. Das war's, ne? Oder? Weil die Axt ist beim anderen, ne? Die ungekalkten Wände müssen wir noch machen. Alles gut. Dann kann ich, glaube ich... Ich mach mal alles auf 20 hier. Schurschere brauchen wir, glaube ich, nicht so viele. Schalen vielleicht auch nicht, ne? Mach ich lieber 25 und mach dann hier lieber nochmal 25. Und vielleicht mach ich nochmal Steinaxt auf 10. Ich hoffe, das kommt hin. Ich hoffe, das kommt hin. So. Okay. Die Schmiede ist fertig. Du kommst in eine der zwei Schmieden. Ludgarda. Ludgarda. Wo sind die? Wo sind die? Wo ist denn Ludgarda? Wo ist die hin? Die war nicht Mutter, sonst wäre die nicht bei der Arbeit gewesen. Die wird ja gar nicht mehr angezeigt. Nee, auch wenn ich schwanger wäre, würde ich hier angezeigt. Oder? Wird die hier angezeigt? Ich weiß gar nicht. Aber die war doch nicht. Stand aber Mutter da? Es stand Mutter dran, ich habe es nicht gesehen, okay. Das heißt, die hat die ganze Zeit keine Äxte gemacht. Aber die haben noch... Nee, das muss neu... Das muss neu sein. Weil wir haben noch gesehen, die sind beide... Die haben beide in der Schmiede gestanden. Die haben alle zu Hause, keine Sorge, denen geht's gut hier. Die haben beide Mädels haben in der Schmiede gestanden. Wir haben das ja gesehen. Das muss neu sein, wenn die Mutter ist. Kazimiera. Kazimiera. Ist das das Richtige? Ja, okay. Kazimiera. Okay, warte mal. Ja, Oh, fuck. Dann brauchen wir einen neuen Schmied, ne? Dann brauchen wir einen neuen Schmied. Wurde gerade eben schwanger. Ich glaube auch. Ach, leck mich doch. So, Näherei 1. Macht die, was macht denn die überhaupt? Kleine Tasche, 100%. Easy. Okay, hier. Kleine Tasche, 100%.
Die müssen wir auch noch verkaufen, ne? So, kleine Tasche. Näherei Griselda. Keine gute Näherin, aber sie gibt ihr Bestes. Griselda. So, okay. Das haben wir. Jagdhütte 1. Beschädigt. Amelia, was macht denn die? Fleisch, Leder, Pelz. Fleisch, Leder, Pelz. Okay, da guck ich mal. Fleisch. Okay. Ach, Sammler haben wir eh keine, ne? Sammler haben wir eh keine, alles gut. Die ist Jäger. Kommt direkt da rein. 40, 20, 20. Das passt. Brauchen wir Pelz eigentlich? Ich lass die mal weiter Federn sammeln auch, ne? 40% Feder. Ich glaube, es geht. Okay, dann ab in die Jagdhütte, in die andere Jagdhütte 1. So, Amelia kommt raus. Und Amelia kommt rein. Jäger. So.